Hier alles ausbrechen. $39.000 insgesamt. Moment. Was? 39? Ja. Lukas, Herr Müller, warten Sie mal kurz. Ja. 39 an dich. Nee. Du machst es. Und warte mal, 39.000. Muss kurz in die Finanzen gucken. Kontostand. Nee, Sie müssen. Ja, an Sie muss ich auch noch überweisen. Ich weiß. Ich bin aber gerade im Traktor und habe das Tablet nicht so wirklich dabei. Ja. Aber Sie fahren falsch übrigens, gell? Ins Sägewerk müssen Sie. Sägewerk ist das woanders? Ich dachte, das wäre da unten irgendwo. Ja, aber wieso fahren Sie? Nutzen Sie das Navi, passt schon. Gut, ja, das, das war schon. Dann tschüss. Der Horizont des Navis ist nicht groß genug. Tschüss. Tschüss. Sein eigener Horizont wohl auch nicht. Was hast du jetzt gesagt? So, Jürgen, 39.000 mit Steuer. Ja. Okay. Dann, warte mal, ich muss nochmal kurz rechts ranfahren. Ich habe die Ballen jetzt gleich übrigens auch verteilt. Ich bin gerade beim letzten dran, ne? Davon weiß ich nichts. Ja, wegen dem Ostergeschenk, da hat die Stadt was veranschlagt. Hä? Mhm. Ach, die Telefonkonferenz machen wir in, Telefonkonferenz? Ja, die sollten wir gleich demnächst mal machen. Okay. Vernünftiges Versteck hier. Moment, ich muss gerade noch mal was gucken. Ich brauche so einen anderen Anhänger. Kannst du da einen empfehlen? Was? Plattform? Hm. Ja, vom Transportpack. Kannst du sogar als Kipper benutzen. Ich habe die als Kipper, habe ich mir eingekauft. Und da kannst du ja die Bordwände drauf abmachen. 27.000. Muss ich gerade mal rechnen. Ich muss noch 5.000 bezahlen. Warte mal. 53 minus 5 gleich. Hier die Stadt, die hatte mir einen Anhänger zur Verfügung gestellt, ne? Minus. Ja. Der wurde ebenfalls geklaut. Lol. Von wem? Von Harry. Jürgen. Ja. Bin leider gerade noch nicht wirklich liquide. Ich kann dir auch eine Rechnung schreiben, wenn du das Zeug momentan brauchst. Ja, oder hast du irgendwas, wo du vorbeikommen kannst? Nee, deswegen, nicht, ja. Kann jeder das aber auch machen, da kämen 5% glaube ich mehr drauf. Wie? Da kommen 5% da mehr drauf. Aber weil du bist mal bleib da vom Preis so. Verstehe ich nicht. Kann ich jetzt hinstellen, bleib vom Preis so. Ach so. Kannst du dann abbezahlen, wenn was du. Was kostet das ohne Steuer? Würde ich die danach bezahlen. Ohne Steuer und ohne mein Gewinn kostet das einmal 4.500 und 28. Kannst du das für 28 hinstellen? Und zwar zwischen Waschplatz und Mauer einbauen. Platz und Mauer, ja. So, dass der Wandstreifen direkt am Waschplatz ist. Ja. So hätte ich das bitte gerne. Du hättest es gerne, ja. So ein. Ich komme gleich direkt vorbei. Mhm. Geht schnell, ist nur ein Blechteil. Jo, der Albert wartet nämlich. Der müsste nämlich Ding hier. Sag mir mal, was du da an Steuer kriegst. Moment.
33.000 komplett. 33. Ist komplett, warte, Steuern sind 5.600. Mach 5.000. Ist mit meinem Gewinn noch. Okay. Dann gucke ich mal, was ich gleich an Geld zusammenkratze. Jo. Danke, tschüss. Jo, ciao. Albert? Jo, ich höre. Der Jürgen kommt gleich vorbei, der stellt uns so eine Blechhütte hin, dann mit Wagenheber. So. Ein neuer Anhänger wird uns 27 netto kosten. Warte mal, da steht gerade einer. Bei dem brauchst du ja auch, ne? Ja, im Moment nicht. Wenn der gebraucht wird, da bringt ja erstmal, dass er erstmal das, was Geld einbringt, ne? Paletten, ne? Ja, im Moment nicht. Kartonproduktion habe ich voll gemacht. Aber Leerpaletten. Naja, Leerpaletten habe ich schon verkauft, ein paar. Naja, ich guck mal gerade, dass ich denn los werd. Tschö. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Bote. Volker Varuna, hallo? Hallo Herr Varuna, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich bald den abgeladen habe und Sie wollten oben dann nur Ihren Adorante abstellen, oder? War das richtig? Ja, ich würde gerne wissen, was der noch bringt. Das ist eine gute Frage. Wenn ich in die Bücher gucke, steht da 8.600. Ich glaube auch mal... Ich kann nicht sagen, wie viel der Automat immer bei mir noch mehr auswirft. Auf jeden Fall ein bisschen mehr wirft er ja immer noch aus. Ja, da habe ich ja geschaut. Ach so. So, aber warten Sie mal. Sie kriegen noch Geld, haben Sie gesagt, gell? Ja. Das waren wie viel? 2.500. Ja, ich glaube. Ja. 2.500 an die Gemeinde. Und 2.500 an Sie. Jo, danke. Gut. Gut, danke erstmal. Hier steht überall jetzt noch Kundschaft rum, ne? Ich weiß, aber der habe ich schon Bescheid gesagt. Okay, gut, tschüss. Tschüss. Herr Cortes? Ja? Ah, hallo. Hallo. Ich war gerade im Telefonat. Okay. Ich wusste nicht, wer hier noch rumsteht. Hier so schön ist. Ich muss den hier loswerden. Ja, okay, ja. Den muss ich auch loswerden. Haben Sie auch so einen? Ja. Sie meinen jetzt den Traktor? Ja, den meine ich, ja. Warten Sie mal kurz. Ja. Achso, nee, meinen Traktor will ich behalten. Wie viel Arbeitsstunden hatten Ihre? Oh. Ah, da ist der König. Was ist denn los? Lass mal kurz im Bordmenü gucken. So, oh, der hat noch nicht viel auf. Ja, 7,9. Oh, meine hat schon 11,1. Ja. Wer kommt denn hier an? Der ist ja nicht der Einzige, den wir benutzen. Ist das der Jürgen? Ja, das ist Jürgen. Jetzt parkt er mich zu, oder ne? Wir blockieren hier alles. Der Händler ist auf dem Weg, hat er gesagt. Ja. So. Hallo. Tun wird schwer, aber jetzt halt Polizei. Ja, ich habe schon gehört, wir haben wieder einen Polizisten im Land. Ja. Jürgen, was sind das für ein Anhänger? Der, den du gesagt hattest? Ja, der wurde fast geklaut. Was? Ja, okay. Fast. Ich hab noch rechtzeitig abhängen können von Harry. Hast du eine Anzeige gemacht? Was ist, Volker? Anzeige gemacht oder nicht? Ja. Und der Hermann von dem Hofer, der
Ich stand am Straßenrand, also auf der Straße, auf meiner Seite, wollte den Ballen abladen und dann kam der Hermann und schneidet mir die Spanngurte alle durch und ich wollte gerade losfahren. Na, da war was los. Nicht nur versuchter Diebstahl, sondern auch noch Sachbeschädigung. Ja, ja. Der Richter hat den Hermann direkt mitgenommen, Harry wird vorgeladen. Bin ich mal gespannt. So einen ähnlichen Vorfall hat man auch im Lohnunternehmen, nur ein bisschen schlimmer. Ich meine, man kann ja viel Blödsinn mit mir machen, ne? Aber sowas geht ja gar nicht, weil du gefährdest ja auch die anderen, ne? Mhm. Stell dir mal vor, ich wäre weitergefahren, hätte das nicht bemerkt, ey. Alle Ballen auf der Straße. Langsam. Ja, Zeit ist Geld. Also die Beine, die wären spätestens in der ersten Kurve runter gewesen. Ja, apropos Geld, Jürgen. Hm? Spute dich schnell, mein Mitarbeiter wartet. Ja, ist denn hier keiner? Ja, der ist bei mir unten, der musste mir meinen hier, am Händler. Ja, der musste meinen Stapler liefern, ich habe mir einen Stapler gekauft. Ich will das Ding hier loswerden. Ich glaube, das ist für mich. Volker Varuna, hallo? Hallo Herr Varuna, mir wurde gesagt, dass da ein bisschen mehr bei mir auf dem Hof los sein sollte. Ja. Du können Sie mir sagen, dass ich mit Eiltempo, so schnell wie es die Geschwindigkeit zulässt, auf dem Weg bin und dass ich dann alle bedienen kann. Jo, passt. Gib's weiter. Jo. Tschüss. Tschüss. Leute, ich soll euch sagen, der Händler-Typi ist auf dem Weg. Ja, ich bin wieder weg. Haut rein. Fahrt zu mir runter, ne? Ja, ja. Tschüss. Wollte ich jetzt direkt machen. Ciao. Achso, du kannst ja mal Freisprecheinrichtung reinmachen. Wir müssen eine Telefonkonferenz machen. Oh, warte, muss ich aber noch einstellen hier. Oder, nee, warte. Ja, doch, machen wir jetzt. Ja, warte, ich stelle sie gerade ein. Ach, jetzt haben wir... So. Habe ich meinen Blinker angelassen? Weiß ich nicht. Nee, okay. Hallo. 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 Geh mal weg, Hermann. So. Bist du noch auf ein paar Teilnehmer warten? Hallo. So. Hallo. Noch fehlen 3 Leute. 2. Ich arbeite. Nee, 3. Hofer, Müller, Hermann. Hä? Ah, so, Leon. Aber muss der überhaupt dabei sein, wenn sein Chef dabei ist? Kann einfach den... alle. Okay. Ach, ja. Moment. Den Ofer, den hab ich schon gefressen. Marlon geht nicht ran. Okay. So, jetzt alle da? Herr Hofer fehlt noch. Herr Hermann, was ist mit dem Hofer los? Keine Ahnung, ich bin hier bei der Polizei. Ich werde hier gerade vernommen, deswegen. Ach so. Ja, Telefon können wir jetzt, die Polizei hat auf Lautsprecher. Sie hören mit. Ich höre mit, ja. Moment kurz. Da ist besetzt. Okay, Pech gehabt. Kurze Auffrischung der Informationen. Sie wissen, morgen steht Karfreitag auf der Tür. Das heißt, Ostern fängt an. Das heißt für uns jetzt alle hier, Sie dürfen sich ab jetzt dann demnächst auf die Suche machen. Für jeden Hof ist ein Geschenk in Feldkirchen, Grünstedt, oder ist es Baumstedt? Weiß jemand? Grüße gehen raus an den Mapbauer. Ja, ja, also entweder da, wo der Lidl ist, da, wo der Edeka ist, oder da, wo der Markt ist. In also Helmbergen, Feldkirchen und Grünstedt. Ja, war das doch richtig, okay. Da ist für jeden Hof ein Geschenk versteckt. Also wer dieses Geschenk... Wie bitte? Ist auch sichergestellt, dass jeder ein Geschenk hat. Also, ja. Ja. Gut. Ist das so, Herr Neumann? Ja. Ja, muss.
Deshalb, also wer dieses Geschenk lokalisiert, notiert sich oder merkt sich bitte, wo das Geschenk liegt und lässt es liegen. Meldet sich am Ende, ruf ich nochmal an. Ja, einen Moment. Ne, wir können es auch so machen, jeder, der sein Geschenk findet, darf es auch mitnehmen. Dann ist es auch auf seinen Hof legen. Bitte unterlassen Sie alle die Geschenke der anderen. Also das, was man zuerst nicht behält, man. Nein, es ist für jeden ein markiertes Geschenk. Ah, steht dran, von welchem Hof. Ach so. Deshalb wurde Ihnen auch etwas Geld abgezogen. Diese Geschenke, markieren Sie sich bitte oder heben Sie sich auf, tun Sie sie verstecken wieder. Dieses Geschenk dient als Beweis, dass Sie das Geschenk gefunden haben und nächste Woche Montag kriegt jeder, der sein Geschenk gefunden hat, eine Belohnung. Das ist unser Osterspecial. Das heißt Ostereiersuche. Kommt die Polizei? Wie heißt der oder nicht? Wo die Polizei hat keinen. Edeka, Lidl oder Markt in diesen drei Dörfern, Städten. Helmbergen, Feldkirchen oder Grünstedt. Das wird eine lustige Suche. Genau. So. Mhm. In diesem Sinne wünschen wir frohe Ostern ab morgen. Karfreitag gehört ja eigentlich dazu. Und ja, mach's gut. Bis dann. Meine Folge ist zu Ende. Bis dann. Das war Telefonkonferenz aufgelöst. Jo. Also welche Orte waren die nochmal? Feldkirchen, Grünstedt oder Helmbergen. Sag mal, wie alt bist denn du? Gibt's Alzheimer schon rein oder was? Wer jetzt noch nicht weiß, wo es liegt, der hat vergessen. Nichts gegen Alzheimer. Das heißt, die Polizei hat nichts. Nee. Nein. Nee, die Polizei geht leer aus. Zum Glück. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's von der heutigen Folge. Real Farming LS19 meets Reality. Bis morgen. Tschüss.